Chancen geben, Chancen nutzen, gerade in diesen schweren Zeiten gar nicht so einfach. Wir fragen jetzt mal beim Projekt Lebenswert aus Neumühl nach, wie man dann am besten unterstützen kann und sprechen da mit Pater Tobias, Geschäftsführer vom Projekt Lebenswert. Guten Abend. Guten Abend, Herr Skonecki. Ja, schwierige Zeiten, besonders für Langzeitarbeitslose, auch jetzt nochmal besonders. Wie sehr hat vielleicht die Corona-Situation auch nochmal da die Situation bei Ihnen verschärft? Ja, durch die Gastronomie, die wir führen. Wir haben das Sozialcafé und auch das Restaurant Charme, das syrische Restaurant, welches von syrischen Flüchtlingen betrieben wird, insgesamt 6 Mitarbeiter, haben wir natürlich durch die Corona-Zeit jetzt Kurzarbeit beantragen müssen. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank wieder Gäste, die zu uns kommen. Wir haben 2 große Biergärten und da sind die Abstände also auch gewahrt von 1,50 Meter, sodass man dann auch in Ruhe, ohne Stress, die syrischen Speisen bei uns genießen kann. Und somit haben wir wieder Einnahmen. Das freut mich natürlich als Geschäftsführer, aber auch den ganzen Team vom Restaurant, vom deutschen und syrischen Restaurant, dass sie positiv in die Zukunft blicken können. Und wir haben viele Ideen, sodass dann auch wieder Gäste zu uns kommen. Jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag haben wir syrisches Buffet, was schon fast ausgebucht ist, mit den Mindestabständen. Also wir können immer nur die Hälfte der Gäste nehmen, die wir vorher hatten. Aber es sind wieder Einnahmen da und darüber freut sich natürlich die ganze Gemeindezirk GmbH, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, weil eben die Verschärfung der Lage ja eben auch Vereine, Institutionen ja auch aus Duisburg genauso betroffen hat, wie eben den Normalbürger auch. Das Projekt Lebenswert, Sie sagten es gerade, freut sich jetzt dann aber wieder, denn Sie haben auch gesagt, Sie wollen Ihr Engagement, was Sie eben auch schon vor der Corona-Krise geleistet haben, jetzt sogar noch verstärken. Ja, durch Langzeitarbeitslose. Also wir sind eine Gemeindezirk GmbH, ungefähr seit 14 Jahren gibt es uns jetzt. Und wir haben immer die Aufgabe uns gestellt, dass wir Menschen wieder in die Arbeit bringen wollen. Unsere Hauptaufgabe als Projekt Lebenswert ist Rat und Tat für Bedürftige. Unsere Sozialarbeiterinnen, 2 habe ich, die von der Stiftung Deichmann finanziert werden, schon seit über 13 Jahren. Sie motivieren Menschen, wieder in die Arbeit zu kommen. Wir haben gute Beziehungen zum Jobcenter, die uns das Angebot jetzt gemacht haben, Langzeitarbeitslose doch auch einzustellen. Sie werden 5 Jahre gefördert, das heißt, die ersten 2 Jahre bekommen wir eine 100%ige Förderung, dann im 3. Jahr sind es 90, im 4. Jahr 80 und zum Schluss dann 70%. Die Mitarbeiter, die wir jetzt gesucht haben, einige haben sich sofort gemeldet. Sie werden dann beim Jobcenter geprüft, ob sie dann auch die Forderungen einhalten können. Also man muss mindestens 5 Jahre arbeitslos gewesen sein, um dann diese Stellen zu übernehmen. Insgesamt haben wir 18 Mitarbeiter im Projekt Lebenswert, davon 4 Auszubildende und 4 Stellen haben wir jetzt geschaffen für Langzeitarbeitslose. Und alle 4 Stellen sind relativ schnell besetzt worden. Die letzte jetzt am 1. Juli, wo wir eine junge Kraft, sage ich schon, 60 Jahre alt ist die Dame, die wir jetzt eingestellt haben, die Büroarbeit bei uns macht und vor allen Dingen den ganzen Bereich Fundraising abdeckt. Also wie akquiriert man Geld, wie kann man Stiftungen erreichen, dass dieses Projekt Lebenswert weiterhin bestehen kann. Und wir sind mit allen 4 zufrieden und wenn man mit diesen Personen spricht, sind überglücklich, dass sie jetzt nach weit über 5 Jahren, teilweise auch 16 Jahre, teilweise 8 Jahre, jetzt wieder in die Arbeit kommen, langsam wieder an die Arbeit herangeführt werden. Und ja, den Leuten macht es einfach Spaß. Wir haben 4 Bereiche geschaffen. Einmal als Hausmeister, das sind Gartenarbeiten rund um den Schmidthäusler Dom. Das ist das Wahrzeichen hier in Neumühl, die Herz-Jesu-Kirche. Die Leute, die dann kommen, boah, ist alles schön sauber hier. Und der Manni, so nennen wir ihn, Manfred Lange, der ist immer ganz begeistert, dass er dann auch ein Lob bekommt von den Anwohnern, die dann sagen, wow, das ist alles so schön sauber und kein Müll und die Gartenanlagen sind schön gepflegt. Die Nadine ist eine 2. Kraft. Sie ist schon im Bereich GFB bei uns gewesen. Sie wurde schon gefördert durch eine andere Maßnahme. Und sie hat sich so toll entwickelt im Büro. Sie ist zuständig für die Sozialarbeiterin, für die Mitarbeit, für Aktensortieren, Büroarbeit, also als Bürohilfe. Und sie hat sich so engagiert und so eingelebt auch, dass ich gesagt habe, komm, wir versuchen sie mal auch in dieses Projekt reinzukriegen, in diese Förderung. Und das Jobcenter hat ein Ja gesagt und somit konnten wir sie jetzt auch einstellen
Und erstmal sind sie für 5 Jahre auf jeden Fall gesichert letztendlich. Und das tut der Seele der Menschen ganz gut, nach so vielen Jahren jetzt wieder in die Arbeit gekommen zu sein. Eine tolle Chance, die Sie da auf jeden Fall den Leuten bieten. Wie kann man oder wie können sich Leute eben bei Ihnen melden? Wie läuft das genau ab da mit der Bewerbung? Also wir haben jetzt noch eine Stelle, möchten wir gerne einrichten, gerade im Bereich Gastronomie. Da fehlen uns Personal jetzt. Wir haben 2 Auszubildende davon. Die machen jetzt die Ausbildung jetzt zu Ende. Nächste Woche ist die Ausbildung beendet. Dann sind sie Restaurantfachmann. Wir werden sie auch übernehmen. Aber wir brauchen zusätzlich Personal, gerade jetzt im Sommer für Gartenbetrieb, draußen Terrassenbetrieb. Da kann man sich natürlich bei mir bewerben unter tobias@abteihammer.de, einfach unter vatertobias.de gehen, da haben Sie alle Informationen, schriftlich bewerben per E-Mail und dann schicken wir diese Unterlagen zum Jobcenter und dort werden dann geprüft, ob sie die Forderungen erfüllt und wenn die Person alles soweit eingereicht hat, mindestens 5 Jahre arbeitslos war, dann kann sie bei uns im Bereich Gastronomie zum Beispiel anfangen, im Bereich Servicebereich. Und die Stelle ist dann für 5 Jahre gesichert. Und wenn es dann weitergeht, gerade mit der syrischen Küche, mit dem syrischen Restaurants Charme, dann wird auch die Stelle natürlich über 5 Jahre hinaus gewährleistet. Aber das liegt daran, ob Gäste kommen. Aber es sieht eigentlich jetzt ganz gut aus, auch unter Corona-Bedingungen. Da bin ich sehr zufrieden, weil wir auch sehr bekannt geworden sind und weil wir auch sehr gutes Essen haben und anbieten. Das ist schön zu hören. Ihnen auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen viel Erfolg bei der Suche bzw. ja, bei dem Betrieb jetzt von dem Restaurant wieder in diesen schwierigen Zeiten. Pater Tobias, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Skronecki, und allen einen wunderschönen Abend. Dankeschön.